Und hallo ihr Lieben, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid trotz der Verlängerung des Lockdowns immer noch guter Dinge und guter Hoffnung. Hoffe ich nicht für euch, dass ihr guter Hoffnung... Obwohl, vielleicht will der eine oder andere von euch schwanger werden, aber ich meinte guter Dinge natürlich sein. Ich bin es auf jeden Fall. Ich habe meinen Optimismus wiedergefunden. Und ich möchte ganz kurz zwei Sachen sagen. Zwei vor allen Dingen, ne? Wenn man vier Finger hochhält. Riesig, Jasmina. Ich möchte zwei Dinge gerne sagen, bevor wir loslegen. Und zwar würde ich einmal etwas sagen zu dem Silvester-Video. Da hatte ich mit der Palette von Jeffree Star geschminkt und der eine oder andere hatte dann irgendwie gesagt, Mensch, das wundert mich ja, dass du diese Palette benutzt und bei dem Gossip und so, den es über ihn gibt. Und dann hatte ich unter den ersten zwei, drei Kommentaren, glaube ich, geschrieben, und dazu stehe ich auch, dass ich mich einfach... Also ich interessiere mich für seine Palette, aber alles, was mit diesem ganzen Influencer-Bashing zu tun hat, damit beschäftige ich mich einfach nicht. Ich finde die Welt, so wie sie ist, im Moment anstrengend genug und ich verbringe einfach nicht meine Zeit damit, mir Videos anzugucken, wo es einzig und allein darum geht, andere Leute irgendwie runterzumachen oder weiter zu erzählen, was für Gossip es über sie gibt, obwohl das häufig irgendwie auf gar keinen Fakten beruht oder nur Spekulationen sind. Es interessiert mich schlicht und ergreifend nicht. Und ich habe mir von Jeffree Star das letzte Video, ich glaube, vor zwei Jahren angesehen, weil auch seine Videos nicht sind, was mich interessiert, weil es ist mehr so Drag Queen Make-up. Und auch wenn ich manchmal sehr in die Farbkiste greife, bin ich jetzt nicht auf der Suche nach Make-up für Drag Queens. Tatsächlich hat sich aber einer von euch die Mühe gemacht und mir erklärt, warum er so in Verruf geraten ist. Und es ist eine Sache, dass ich seine Paletten gekauft habe. Ich werde sie auf jeden Fall aufbrauchen. Aber eine andere, ob ich ihn jetzt noch auf meinem Kanal feature, indem ich seine Paletten zeige. Und das werde ich tatsächlich dann jetzt in Zukunft unterlassen. Ich sage mal, die Beweise sind zu erdrückend, als dass ich mich da irgendwie mit ihm in irgendeiner Form identifizieren möchte. Deshalb lasse ich das. Und ich danke dem einen oder anderen, der sich die Mühe gemacht hat, mir das zu erklären. So, und das Zweite, was ich euch sagen wollte, wenn ihr mein Make-up euch jetzt anguckt, fällt euch irgendwas auf? Also ganz davon abgesehen, dass ich eine Perücke aufhabe, weil ich im Moment meine Extensions draußen habe und ich mir ja immer mit Perücken aushelfe. Außerdem mag ich das. Ich finde Perücken einfach geil. Ich fand dieses Blond auch total klasse. Ich mag diese Bob-Frisur auch super gerne. Aber das war's nicht. Ich wollte euch fragen, das ist ein klassisches 90er-Jahre-Make-up. Und ich mache euch hier oder da mal irgendwie ein Foto rein aus den besten Zeiten von Cindy Crawford. Klassisches 90er-Jahre-Make-up zeichnet sich durch diese spezielle Form des Lippenstifts aus und wie wir die Augen gemacht haben, ne? Dass es hier innen immer hell ist und unter den Augenbrauen immer sehr hell. Gar kein Highlighter und so weiter. Also wenn ihr Lust habt, dann sagt mir das unten in den Kommentaren oder schreibt mir das da rein. Mache ich gerne mal oder mache ich dieses Make-up gerne nochmal und ein Video darüber, wenn ihr daran interessiert seid. Ansonsten freue ich mich jetzt maßlos über dieses Video und deshalb habe ich auch gleich mit dem Besten angefangen in diesem Jahr. Wir machen ein Video und dazu muss ich sagen, das ist eines meiner absoluten All-Time-Favorites, sowohl zu drehen, als auch nachher sozusagen in der Nachbearbeitung. Eines meiner All-Time-Favorite-Videos waren diese 10 Steps Korean Beauty, Pflege etc. Schritte. Und es scheint euch auch total begeistert zu haben, weil ich habe so viele Kommentare dazu bekommen, so viele Leute, die gesagt haben, ich habe meine ganze Pflege über den Haufen geschmissen und habe nochmal neu gestartet, unter anderem auch eine Frau. Ich werde euch mal vielleicht auch einen Auszug der E-Mail hier oben einklinken, worüber ich mich so gefreut habe, weil ich habe es gelesen, dass sie eben auch von diesen asiatischen Pflegeprodukten total begeistert war, die ich vorgeschlagen habe und dass sie das haarklein befolgt und dann schrieb sie irgendwie ganz zum Schluss, ach übrigens, ich bin 84 Jahre alt. Finde ich so geil. Ganz ehrlich, 84, meine Großmutter wusste noch nicht mal mehr, wie man irgendwie eine E-Mail schreibt, geschweige denn, wie man irgendwie YouTube bedient. Also Rosa, ganz toll, du hast mich total begeistert. Aber ich habe ja alle meine Produkte bezogen, alle asiatischen Produkte, Pflegeprodukte, über YesStyle. Das ist wirklich die absolut größte Seite mit der größten Auswahl an Produkten und die Transparenz ist einfach auch gut auf dieser Seite, weil viele der asiatischen Hersteller eben keine Übersetzungen machen und YesStyle hat sich eben die Mühe gemacht und alle Inhaltsstoffe nochmal erklärt. Von daher hat YesStyle mich gefragt, ob ich Lust hätte, ein Cleanser-Video zu machen, nämlich mit
den Bestsellern auf ihrer Seite und mit drei absolut neuen Produkten, die gerade neu rausgekommen sind. Und ehrlicherweise muss ich sagen, die drei Bestseller habe ich auch in meiner Kollektion gehabt und die liebe ich abgöttisch und war sehr, sehr neugierig zu sehen, ob die Neuheiten mit den Bestsellern konkurrieren können. Und ob das der Fall ist und welche meine drei Lieblinge sind, das wollen wir in diesem Video klären. Also wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Los geht's. Bevor wir beginnen, möchte ich euch ganz schnell zwei Sachen zum Thema Haut sagen. Also, die asiatischen Produkte zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr natürliche Inhaltsstoffe haben und dass sie eine optimale Darreichungsform haben. Sie versuchen auf Parabene, Sulfate, PEGs und so weiter zu verzichten. Es ist kein Alkohol, keine Silikone und so weiter drin. Und das ist deshalb so wichtig. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich muss mal gucken, ob ich euch eine Skala hier irgendwo einklinke oder hier unten. Viele sagen, dass sie pH-neutrale Produkte haben. Ne? Also wenn ihr dabei in der Drogerie seid, dann steht da ganz häufig pH-neutral. So, es gibt eine Skala von 0 bis 14. Ja? pH-neutral bedeutet 7. Ja? Das ist sozusagen die goldene Mitte, das ist neutral. Die Haut hat aber einen pH-Wert von ca. 4,5 bis 5,5. Das heißt, es ist wirklich ein Unterschied, ob auf einer Creme steht pH-neutral oder pH-hautneutral. Okay? Und die Asiaten achten vor allen Dingen darauf, dass Dinge pH-hautneutral sind. Ja? Dass sie also wirklich die Haut nicht von ihrem Säureschutzmantel, nannte man das, also pH-Wert ist nichts anderes als der Säureschutzmantel, dass der sozusagen intakt bleibt. Und wisst ihr, wenn ihr Reinigungsprodukte nehmt, wo ihr nachher das Gefühl habt, boah, das spannt, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es eben nicht pH-hautneutral war, sondern vielleicht einen neutralen Wert hatte von 7 oder 7,5. Das ist mal nicht dramatisch, aber auf Dauer solltet ihr das vermeiden. So, das war der kleine Exkurs zum Thema Haut. Ganz davon abgesehen gibt es auch verschiedene Hauttypen. Es gibt die normale Haut, es gibt die Mischhaut, die trockene Haut, die empfindliche Haut, also die zur Ekzemen und Rötung und so neigende. Auch danach solltet ihr eure Reinigungsprodukte wählen. Und das ist insofern wichtig, weil ich euch hier das eine oder andere natürlich vorstellen werde, was für meine Haut vielleicht nicht funktioniert hat, aber was nicht bedeutet, dass es nicht ein tolles Produkt ist und genau das ist, was ihr für eure Haut braucht, weil ihr ganz anderer Hauttyp seid als ich. Das heißt, ich werde mir Mühe geben, das möglichst neutral zu bewerten, ohne zu sagen, das ist jetzt ein Mistprodukt oder was, nur weil es für mich nicht funktioniert hat. Andersrum, wenn ich von etwas total begeistert bin, heißt es nicht automatisch, dass es für euch auch funktioniert. Haltet also immer im Hinterkopf, dass ich eher eine trockene Haut habe und die jetzt nicht zur Rötung neigt, die jetzt nicht wahnsinnig besonders empfindlich ist, aber wie gesagt, die eher trocken ist und leicht mischhautmäßig ist. Ne? Also behaltet das im Kopf, dann starten wir jetzt mit dem ersten Produkt. So, das erste Produkt ist aus dem Hause Mizone und das ist das Hyaluronic Acid Sherbet Deep Cleansing Foam. Ihr werdet im weiteren Verlauf des Videos merken, dass die Asiaten wahnsinnig darauf stehen, tierisch lange Namen für ihre Produkte zu haben. Aber gut, ich werde es euch trotzdem mal in Gänze vorlesen. Hyaluronic Acid ist Hyaluronsäure und Sherbet musste ich tatsächlich googeln. Das ist nichts anderes als Backpulver. Und Backpulver ist in der Kosmetik jetzt kein Neuling. Backpulver hat man schon ganz, ganz häufig benutzt. Ich bin sicher, wenn ihr bei Pinterest guckt, dann werdet ihr auch so Hausmittelchen sehen. Benutzt, um Pickel zu behandeln oder die Poren zu verkleinern. Das kann man sich anmischen, glaube ich, mit ein bisschen Wasser. Und dann macht ihr euch das auf die betroffenen Hautstellen. Sollte aber wirklich sparsam verwendet werden, sag ich mal. Denn Backpulver entzieht auch wirklich der Haut wahnsinnig viel Feuchtigkeit. In diesem Fall ist es so, dass der Anteil von Hyaluronsäure weitaus höher ist als der Anteil des Backpulvers und das eine ganz gute Balance hat. Ich wollte euch auch eine ganz generelle Info geben, nicht nur zu den asiatischen Produkten, sondern generell. Wenn ihr hinten in der Inhaltsstoffliste guckt, dann ist es so, dass die Sachen, die am Anfang stehen, prozentual am meisten in dem Produkt enthalten ist. Und das, was ganz unten steht, sozusagen in abnehmender Reihenfolge der Gewichtung der Inhaltsstoffe.
war ein bisschen kompliziert, ne? Aber ich glaube, ich hoffe, dass ich mich richtig ausgedrückt habe oder ihr mich verstanden habt. Also ich würde sagen, die ersten 5, 6 Sachen, die ihr sozusagen in den Inhaltsstoffen seht, sind die, die im größtmöglichen Anteil enthalten sind. Und die ganz unten könnt ihr wahrscheinlich knicken. Deshalb, wenn ich so Sachen sehe, die mir nicht so gut gefallen, aber die, weiß nicht, als vorletztes oder letztes stehen, dann macht mir das nicht solche Bauchschmerzen. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr sanftes Produkt, aber ich fand, es war ein sehr intensives Produkt. Ich würde das tatsächlich nicht jeden Tag nehmen. Wenn du das 1 bis 3 Mal die Woche nimmst, bist du, glaube ich, gut bedient. Jeden Tag würde ich das nicht empfehlen, aber mir hat total gefallen, dass es wirklich schäumt. Ich kann mir nicht helfen, ich liebe es, wenn es schäumt. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es dann alles von meiner Haut runterholt und gerade wenn ich Make-up habe, drauf habe, mag ich das als letzten Schritt der Reinigung sehr gerne, weil ihr ja wisst, aus meinem ersten Video, die Asiaten lieben die doppelte Reinigung. Und ich glaube, ich mache das jetzt auch schon seit 2 Jahren und meine Haut war noch nie so gut, weil ich glaube ganz fest daran, dass man vorher einfach unterschätzt hat, wie viel Dreck man noch auf der Haut hat und dachte, wieso, ich habe mir noch die Haut gerade eingeschäumt und sollte doch alles weg sein. Aber nein, aber dazu komme ich gleich nochmal. Das ist also das erste Produkt aus dem Hause Mison, was mir gut gefallen hat. Kommen wir zum nächsten. So, der nächste Neuzugang, ähnlich wie das letzte Produkt, auch eine Neuheit war, ist von Day Mellow Light Clean Pink Balm Cleanser. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment, das hast du doch schon mal vorgestellt, kommt mal so bekannt vor, doof sind die nicht, die von Day Mellow. Sie haben sich nämlich an dem orientiert, was ein absoluter Verkaufsschlager ist, was ich euch gleich nochmal zeigen werde, und zwar von Banila Clean It Zero. In dem Fall haben wir aber ein Produkt, was besteht aus, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, Avocadoöl, Rosenöl, Inka-Nussöl und Kamelinsamenöl. Kamelinsamenöl ist dafür zuständig, die Haut zu glätten und vor allen Dingen so einen kleinen Schutzfilm auf die Haut zu legen, der die Haut danach von den Umwelteinflüssen, vor freien Radikalen und so weiter schützt. Und man hat tatsächlich das Gefühl, dass sich danach die Haut wirklich ganz weich und ganz fast schon eingecremt anfühlt. Ich kann diesen Duft nicht beschreiben, ne? Ich hatte auch so, als ich letztes Mal das benutzt hatte, vorgestern oder so, habe ich gedacht, ach Mensch, wie würde ich euch denn den Duft beschreiben? Und wenn ich in China wäre, bei einer, oder in Japan bei einer Teezeremonie und die Düfte, die mich dann umgeben, hört sich jetzt ein bisschen spooky an, ne? Aber genauso habe ich gedacht, das hat sowas, es hat einen Hauch von Rosenölduft, aber dann noch was ganz Weiches wie, ich kann es gar nicht sagen, wie Veilchen oder so, obwohl das überhaupt nicht da drin ist. Es riecht auf jeden Fall ganz, ganz, ganz dezent, aber es hat mich ganz, ganz, ganz doll überzeugt, dieses Produkt. Also ich kann noch nicht mal sagen, dass es ein Riesenunterschied ist zu Banila, was ich euch jetzt gleich nochmal zeige, aber es hat mich auf jeden Fall begeistert. Es holt dir jede Art von Make-up runter, wasserfeste Mascara. Und der Sinn dieser Ölreinigung im ersten Schritt der asiatischen Reinigung ist ja im Prinzip, du hast Sebum und Talg und so weiter, also gerade die Leute, die auch ölige oder fettige Haut haben, aber auch die, die sich den Tag über oder morgens eingecremt haben mit Sonnenschutzcreme. Das ist ja auch eine sehr feste Masse, sag ich mal. Und da sammelt sich eben auch Fett und so weiter. Das muss runter. Und Fett wird mit Fett behandelt. Ich weiß, dass immer wieder Leute sagen, die zu fettiger Haut neigen, sagen, ich packe mir da jetzt nicht noch Öl drauf. Doch, so wie Feuer mit Feuer bekämpft wird, musst du Öl mit Öl helfen. Und ich fand es wirklich ein ganz tolles Produkt. Es tut im Prinzip das, was es soll. Und manchmal denke ich auch, Mensch, weil danach kommt ja noch der zweite Reinigungsschritt, ich würde es einfach gerne so lassen, weil es so ein tolles Gefühl auf der Haut ist, ne? Also wie gesagt, diesen Film, den es auf die Haut legt, das merkt man auch und das tut mir einfach gut. Super Produkt. Kommen wir zum Vorgänger. Der absolute Verkaufsschlager und der erste auf dem Markt mit dieser Art von Abschminkprodukt war Banila Clean It Zero, The Original. Und die haben es auch absolut verdient, sich The Original auf die Fahne zu schreiben, denn sie waren die Ersten, die diese Formulierung, dieses Balsam zu Öl Formulierung ins Leben gerufen haben. Wenn du es aufmachst, sieht es ein bisschen so aus wie eine Vaseline mit weißer Farbe. Und du machst es dir auf die, auf
die Hände. Und in dem Moment schmilzt es schon zu Öl, aber nicht so ein triefenden Öl, sondern ein Öl, was du eben super gut auf die Haut auftragen kannst. Anders als von Day Mellow ist es absolut geruchsneutral. Die Hauptbestandteile sind Papaya-Extrakt und Acerola-Extrakt. Papaya ist dafür gut, abgestorbene Hautschüppchen von der Haut zu entfernen. Es glättet die Haut und steigert die Elastizität. Acerola, da musste ich ein bisschen nachforschen. Übrigens, das wollte ich euch auch mal ins Herz legen. Ich habe mich angemeldet bei Hautschutzengel. Ich mache euch die Internetadresse hier unten mal rein. Weil du im Prinzip alle Produkte, die du hast, kannst du da nachforschen auf ihre Inhaltsstoffe. Und alle Inhaltsstoffe, die sind eingeteilt in bedenklich und unbedenklich. Sie kennen alle Inhaltsstoffe und geben dir dann Rückmeldung dazu. Es gibt einige, die sind so halb bedenklich, aber das sagen sie dir auch, Mensch, wenn du die und die Hautbeschaffenheit hast, ist das in Ordnung. Wenn du die hast, dann wahrscheinlich eher nicht. Und bei denen habe ich eben auch geguckt, was Acerola-Extrakt für die Haut tut. Und zwar ist der Vitamingehalt in diesem Acerola-Extrakt so hoch, dass es eben Haut schützend und die Haut widerstandsfähiger macht. Ja? Es holt dir wirklich auch absolut jedes Make-up runter, jede Mascara runter. Das war, ich werde euch nachher sagen, ob es immer noch so ist, mein All-Time-Favorite. Jedem, dem ich das bisher gegeben habe. Es gibt absolut niemanden, der mir gesagt hat, nur mit dem den kann ich nichts anfangen. Und wenn man eben diese 4000 Bewertungen trauen darf, dann jeder, der das, glaube ich, gekauft hat, ist davon begeistert. Weil einfach Das ist es ja, was wir damit erreichen wollen. Wir wollen ja, dass das komplette Make-up runtergeholt wird. Und das ist mit diesem ersten Schritt absolut der Fall. Ich müsste noch nicht mal vorher irgendwie die Mascara mit dem Wattepad, mit dem Augen-Make-up-Entferner vorher runtermachen, sondern ich könnte nur das nehmen und es ist schon mal, ich sag mal, 95% des Make-ups und der Mascara komplett weg. Es ist einfach großartig, überhaupt diese Art von Ölreinigung im ersten Schritt. Ich liebe es. So, das nächste Produkt ist aus dem Hause Orin B. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wahrscheinlich habe ich es jetzt richtig verbutschert. Es heißt Daily Green pH Balancing Cleansing Foam pH 5,5. Und da kommen wir zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Der optimale Wert für die Haut ist zwischen 4,5 und 5,5. Er enthält Spargelextrakte und Anisextrakte. Und auch bei Anis dachte ich, übrigens, meine Schwester heißt Anissa, deshalb sehr lustig. Mir war nur nicht klar, dass man Anis in der Kosmetik verwendet. Ich weiß es, bei den Römern und den alten Griechen haben sie das schon als Heilpflanze eingesetzt. Anis wirkt krampflösend. Du wendest das zum Beispiel bei Husten an. In der ayurvedischen Kultur wird das auch als Verdauungsförderung eingesetzt. Deshalb hast du auch diesen Schnaps immer, diesen Uso-Schnaps. Ne? Es war mir eben nur nicht klar, was für eine Funktion das in der Kosmetik hat. Aber auch da habe ich mich bei Hautschutzengel informiert und es ist Folgendes. Es wirkt nämlich antibakteriell. Es wird vor allen Dingen bei unreiner und fettiger Haut benutzt. Es beruhigt die Haut, aber es befreit sie eben auch von dieser fettigen Substanz, die sie hat. Ne? Also es wirkt auch ein bisschen Poren verkleinern. Das sind also die Hauptbestandteile dieses Cleansers. Riesenverpackung, du kriegst wirklich ordentlich was für dein Geld. 250 Milliliter. Und das, was es verspricht, nämlich, dass es wirklich milde ist, kann ich nur bestätigen. Ich benutze den morgens, weil ich morgens tatsächlich keine doppelte Reinigung mache. Ich glaube, die Asiaten machen das sicher. Ich nicht, weil ich denke, Mensch, über Nacht habe ich in meinem Kissen gelegen, auf meinem schönen Seidenkissen, damit ich keine Falten kriege. Und da bin ich jetzt nicht groß dreckig geworden. Und nur mit Wasser dich zu waschen, da habe ich auch gedacht, da tust du dir eigentlich den größten Gefallen, wenn du nur Wasser nimmst. Das stimmt nicht. Wasser hat eben auch einen pH-Wert von 7. Das heißt, es ist schon nicht optimal für deinen pH-Wert, den du auf der Haut hast. Aber ein Reiniger mit einem pH-Wert von 5,5 ist wirklich optimal für die Reinigung morgens. Ich kann euch nicht großartig viel sagen, außer dass es meine Haut nicht irritiert hat, dass sie nicht gespannt hat und dass für alle, die wirklich empfindliche Haut haben und sagen, ich vertrage praktisch gar nichts, kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Produkt ist, mit dem ihr sehr glücklich werden würdet, weil es, wie gesagt, keine reizenden Stoffe an sich in sich hat. Das war Orin B.
Oder wahrscheinlich wird er viel anders ausgesprochen. Kommen wir zum nächsten. Und das ist von Some By Me. Bye Bye Blackhead 30 Days Miracle Green Tea Tox Bubble Cleanser. Ihr versteht, was ich meine mit, die haben Namen von hier bis Polen. Von dem habe ich mir ganz viel versprochen. Der Toner, den sie nämlich haben, ist einer auch der Bestseller auf Yes Style und übrigens auf allen anderen Seiten, die auch asiatische Produkte vertreten, weil er nämlich angereichert ist mit ganz viel AHA-Säuren, BHA-Säuren, PHA-Säuren. Also AHA-Säuren sind Alpha-Hydroxylic Acid, dazu zählen Milchsäure, was noch, ich habe es mir aufgeschrieben, Milchsäure, Glykolsäure und Mandelsäure. Es gibt ganz viele AHAs, ja, Säuren, die man benutzen kann, was dafür zuständig ist, die Haut von abgestorbenen Hautschüppchen zu befreien, die Poren so ein bisschen zu verkleinern, die Haut zu klären, zu reinigen und so weiter. BHA ist Beta-Hydroxylic Acid und davon gibt es tatsächlich nicht so viele. Es gibt die Salicylsäure, die schon ein bisschen stärker ist als die AHA-Säuren, die ich so kenne. Zumindest bei mir wirkt es so. Nochmal, es kann ja bei anderen Leuten anders sein. Und PHA bedeutet Polyhydroxylic Acid und unterscheidet sich gar nicht so sehr von den AHA-Säuren. Die Moleküle sind nur ein bisschen dicker, sodass sie langsamer in die Haut eindringen. Und deshalb sagt man, dass sie praktisch für alle Hauttypen geeignet sind. Also auch für die ganz empfindlichen sind die PHA-Säuren ganz toll. Also dieser Toner von Some By Me aus der Reihe Bye Bye Black Cat hat eben diese Eigenschaften. Das ist also ein Cleanser und den muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich eine ganze Woche falsch angewandt. Ich hab ihn nämlich verwendet wie einen Cleanser. Ich habe es mir drauf gemacht, gewartet, ob es schäumt und dann wieder abgemacht. Es hat auch so ein paar Partikel da drin. Und dann habe ich aber nochmal geguckt, weil ich irgendwie so gar keinen Effekt festgestellt habe und gedacht habe, Mensch, vielleicht schaue ich doch mal, wie man den richtig anwendet. Und tatsächlich sollst du ihn auftragen und von ganz alleine, also 3 bis 5 Minuten einwirken lassen und von ganz alleine fängt er dann an zu schäumen. Und dann holt er dir praktisch alles aus den Poren raus, was da nicht hingehört. Deshalb auch dieses Bye-Bye-Blackhead, was du ja normalerweise hier so auf der Nase hast. Und da war ich schon mal genervt, ehrlich gesagt. Weil ich habe keinen Bock auf eine Maske abends. Ich habe abends keine Lust, 5 Minuten zu warten. Es tut mir leid. Ich habe für so viele Schritte in meiner Pflege abends, wo ich wirklich warten muss, also gerade beim Retinol, bevor ich danach was drauf mache, da habe ich keine Lust, dann auch noch 5 Minuten den Cleanser irgendwie einwirken zu lassen. Das hatte mich schon mal ein bisschen genervt. Aber die Hauptbestandteile hier sind grüner Tee und natürliche BHA-Komponente. Der Grünteeextrakt wirkt antibakteriell und hautberuhigend und schützt dich vor freien Radikalen. Und der auch vorhandene natürliche Vitamin-C-Gehalt schützt dich auch nochmal vor UV-Strahlen und vor Umwelteinflüssen und so weiter. Sorgt aber auch noch dafür, dass dein Säureschutzmantel wiederhergestellt wird und die Feuchtigkeit sich besser bindet in deiner Haut. Ja, damit du nicht das Gefühl hast, 10 Minuten lang bist du toll eingecremt und danach, was ich ganz häufig hatte vorher, und danach spannt die Haut wieder, sondern es lockt sozusagen die Feuchtigkeit in deiner Haut ein. Das ist das, was sie sagen. Weiterhin sagen sie, dass es eben für alle Hauttypen geeignet ist, auch für die ganz empfindliche Haut. Und wie gesagt, ich fand es extrem verwirrend, dass du das Ding 3 bis 5 Minuten lang einwirken lassen sollst, was ich bei einem Cleanser wirklich, es ist ja tatsächlich dann eher eine Maske und kein Cleanser. Aber gut, das ist das, was sie sagen, was ich letztendlich nochmal davon halte, sage ich euch am Ende, da mache ich eine ganz kleine Zusammenfassung und sage euch meine 3 Tops. Die anderen sind keine Flops, ne? Es sind halt nur nicht meine 3 Favoriten, aber machen wir erstmal weiter. Eine Neuigkeit aus dem Hause COSRX, und die mag ich ja ganz besonders gerne, ist ein Cleanser, der nennt sich Advanced Snail Mucin Gel Cleanser und sieht so aus. Die sind immer ein bisschen unaufgeregt in ihrem Packaging. Davon würde ich mich jetzt mal nicht abtören lassen, weil es kommt ja darauf an, was da drin ist und nicht, wie es aussieht. Obwohl es schwer für mich ist, ne? Ich stehe ja auf Packaging, wie wir wissen. Aber der Cleanser besteht zu also ein Hauptbestandteil ist Schneckenschleim. Über Schneckenschleim habe ich schon so viel gesprochen. Wer mich kennt, weiß, dass ich von UC Derm auch einige Sachen vorgestellt habe, die eben auf der Basis von Schneckenschleim funktionieren. Aber auch hier meine beiden Produkte, die ich schon mal vorgestellt habe von Benton Snail Bee
Essence und von Mison Snail Repair Intensive Ampoule sind auch beide Sachen auf der Basis von Schneckenschleim. Und auch da haben mich ganz viele von euch gefragt, Mensch Jasmina, und das ist, was passiert mit den Tieren? Also erstmal werde ich euch unten einen Link einblenden, wo ihr eben schauen könnt, wie diesen Schnecken der Schleim praktisch wieder gewonnen wird. Ja? Also die laufen praktisch über solche Netze und indem sie über diese Netze laufen, sondern sie eben ihren Schleim ab. So. Ich war natürlich selber nicht vor Ort und kann nicht beurteilen, in welchem Zustand die Schnecken sind und ob sie glücklich oder unglücklich sind, während sie das tun. Aber das, was ich bisher in Erfahrung habe bringen können, sieht nicht so aus, als würden die Schnecken leiden. Das mal kurz vorweg. Der Schneckenschleim an sich hat wirklich eine spektakuläre Wirkung. Der Schneckenschleim hat eine natürliche Kollagene, Mineralien, Elastane, er sorgt dafür, dass sich die Haut beruhigt, er hat natürliche BHA-Säuren in sich vereint und es gibt tatsächlich auch Studien, da werde ich euch jetzt nicht einen Link mit unten reinmachen, obwohl ich könnte, wenn der ein oder andere es sehen will. Es gibt Studien von Patienten von Krebspatienten nach Bestrahlung, die eben Ekzeme und so weiter entwickeln, was leider nicht untypisch ist. Denen hat dieser Schneckenschleim nachweislich wahnsinnig gut getan für die Haut. Es hat auch noch Zink in sich vereint, was entzündungshemmend ist. Das heißt, dieser Cleanser hat wirklich ganz starke Komponenten oder wirkungsvolle Komponenten in sich vereint. Ich fand das wirklich ein ganz, ganz interessantes Produkt. Das ist aus, wie gesagt, dem Hause CosRx und bisher hatte ich immer, und da kommen wir nämlich schon zu dem nächsten Produkt, von CosRx Low pH Good Morning Gel Cleanser. Das ist einer, der auf der Basis von Teebaumöl ist, hat natürliche BHA-Säuren, das heißt, es hat einen leichten Peeling-Effekt, also leicht, du willst morgens nicht was haben, was dir deine Haut wahnsinnig austrocknet, aber du willst schon was haben, was dir die Haut ordentlich sauber macht. Ein ganz angenehmer Cleanser, den ich an meine Schwester verschenkt habe, den ich an meine beste Freundin verschenkt habe und die alle wirklich begeistert sind von ihm. Auch er schäumt nicht viel, ja? Es bleibt in seiner Konsistenz als Gel sozusagen erhalten. Und es ist tatsächlich eines der sanftesten Reinigungsprodukte, die ich in meinem ganzen Leben bisher ausprobiert habe. Auch gerade meine Schwester neigt manchmal so ein bisschen zu Pickelchen und so. Und die ist super zufrieden mit diesem Cleanser, weil er ihr trotz alledem alles sauber macht, ohne die Haut auszutrocknen. Aber häufig hast du das bei Cleansern, die wirklich gut wirken und schäumen und so weiter, wie ich es gerne habe, trocknen allerdings die Haut auch so ein bisschen aus. Also, ein ganz toller Low pH. Er hat leider nicht draufgeschrieben, wie Olinbe, 5,5 pH-Wert, aber ich glaube, er wird sich mal auf dem Skala-Wert zwischen 4,5 und 5,5 bewegen, bin ich ganz sicher. Tolles Produkt. Kommen wir zum letzten. So, das nächste Produkt ist aus dem Hause Pyeongkang Newell und auch da ist das Packaging übersichtlich. Du kannst außer Low pH Pore Cleansing Foam absolut gar nichts erkennen, weil auch da alles in asiatischen Schriftzeichen ist, die ich nicht entziffern kann. Allerdings habe ich diesen Cleanser als letztes mir ausgesucht vorzustellen, weil der mich tatsächlich auch am allerwenigsten begeistert hat. Ich sage euch ganz kurz mal, was die Ingredienzen sind, die Inhaltsstoffe sind. Ingredienzen, ne? Die Alte ist wieder am Start. Und zwar ist das einmal Witch Hazel, hatte mir nichts gesagt. Das musste ich eben dann googeln. Das ist Hamamelis, auch Zaubernuss genannt. Soll angeblich Juckreiz lindern, hautberuhigend wirken und ein anderer Inhaltsstoff ist, soll bei Entzündung auch helfen, ein anderer Inhaltsstoff ist Polyquaternemion 67 und ist nichts anderes als Glycerin. Und Glycerin ist ganz häufig in der Hautpflege enthalten, weil es sozusagen ähnlich performt wie Silikon, ohne die schlechten Eigenschaften von Silikon mit sich zu bringen. Es legt sozusagen einen Schutzfilm auf die Haut, ja. Der Schutzfilm hilft natürlich auch wiederum gegen Umwelteinflüsse, UV-Strahlen und so weiter, aber er hilft auch, den Feuchtigkeitsgehalt in der Haut zu speichern. Normalerweise sollte mich das Produkt total begeistern. Ich kann euch nicht sagen, warum. Auf dieses Produkt habe ich reagiert. Beim ersten Mal habe ich noch gedacht, okay, häufig ist es so, wenn ich das Retinol
Wozu ich auch nochmal ein extra Video machen werde, ne? Zur Anwendung von Retinol, weil ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen, von Leuten, die darauf reagiert haben und mir dann im selben Atemzug sagten, wie sie es verwendet haben, und zwar total falsch. Also dazu werde ich mal ein extra Video machen, weil das wirklich ein tolles Produkt ist, aber es ist praktisch wie ein Ferrari, ne? Geiles Produkt, aber du musst schon wissen, wie du damit umgehst. Aber zurück zu dem, was ich sagen wollte. Manchmal habe ich, wenn ich es mit dem Retinol ein bisschen übertrieben habe, eine sehr sensible Haut, was normalerweise eben nicht ist. Und dann gibt es schon Inhaltsstoffe von einigen Produkten, auf die ich dann reagiere. Ja? Also Teebaumöl zum Beispiel ist sowas, wo ich manchmal denke, wow, wenn du da zu doll irgendwie mit einem Peeling dran gewesen bist oder in dem Fall Retinol, dann reagierst du, obwohl du normalerweise nicht reagierst. Ich habe nicht herausfinden können, was in diesem Produkt meiner Haut nicht gefällt. Aber auf jeden Fall ist das von all denen, die ich hier vorgestellt habe, das, was ich tatsächlich, und das ist eine der Neuheiten, glaube ich, ne? Aber das ist das, was mir am wenigsten gefallen hat. Muss ich leider sagen. Ladies and gentlemen, we have a winner. Das Schneckenschleim-Teil von Cosrx, das ist auf Platz 3, würde ich sagen. Ich habe vorhin schon gesagt, was die tollen Eigenschaften sind. Ich merke einfach, je länger ich mit Schneckenschleim arbeite, je mehr Produkte ich habe, wie geil das meine Haut tut. Sorry. Ach übrigens, ich glaube, ich habe mich falsch... Ich hatte euch ja mal gefragt, ob ihr geil schlimm findet. Und vielleicht hat sich da der Eindruck aufgedrängt, dass wenn ganz viele Leute schreiben, dass sie es doof finden bei mir, dass ich es dann lassen würde. Das kann ich nicht, weil... es rutscht mir einfach immer wieder heraus und ich habe mich mal ein bisschen versucht selber zu zensieren, dann werde ich aber so unnatürlich, ne? Wenn ich nicht einfach frei wegreden kann von der Leber. Also seht es mir nach, wenn ich das eine oder andere Mal es mir trotzdem nochmal rausrutscht. Ich hoffe, ihr denkt nicht, dass ich gossensprachemäßig bin. Anyways, also das ist auf Platz 3. Auf Platz 2 würde ich sagen... ist das der Hyaluron für die Tage, wo ich mal ein bisschen intensivere Reinigung brauche, fand ich das ein ganz tolles Produkt. Das ist auch eines der neuen Produkte, ähnlich wie der hier. Und auf Platz 1, so toll ich das Day Mellow eben auch finde und es mich wirklich begeistert hat, es ist mein absoluter Liebling ist und bleibt von Vanilla Clean and Zero. Und ich glaube, ganz viele von euch werden mir da recht geben. Es ist noch so ein Tucken mehr. Und ich habe tatsächlich das mal so gemacht. Ne? Ich habe das halbe Gesicht hiermit und das halbe Gesicht damit gemacht, weil ich einfach wissen wollte, wie beide Produkte performen, wenn du gleich viel Make-up sozusagen hast. Dieselbe Mascara auf der Seite. Und ich habe nicht auf der einen Seite mehr gemacht als auf der anderen oder gerieben oder so, sondern wirklich versucht, gleichmäßig das zu machen. Und danach mit dem Wattepad zu gucken, wo noch am meisten runtergekommen ist. Und gewonnen hat halt tatsächlich Vanilla Clean It Zero. Da war praktisch gar nichts mehr auf dem Wattepad. Ich liebe das Produkt. Ich habe auch noch die anderen Farben. Es gibt es auch noch in Gelb und Grün und Blau und so weiter. Es ist mein All-Time-Favorite. So, ich hoffe, ich habe euch ein paar neue vorstellen können. Ach so, ich wollte noch eine Sache zu Bye Bye Blackhead sagen, weil ich das nochmal als Zusammenfassung zum Schluss sagen wollte. Ich glaube, es ist kein schlechtes Produkt. Ja? Gerade die Leute, die vielleicht zu Hautunreinheiten neigen, ja? Die können damit vielleicht gute Erfahrungen machen. Was mich tatsächlich gestört hat, war, dass die Haut bei mir die Haut ein bisschen ausgetrocknet hat. Aber auch da habe ich noch mal ein bisschen geforscht, weil ich mir gesagt habe, es kann ja nicht sein. Der Toner von Sun by Me, auch aus dieser Serie, hat so spektakuläre Bewertungen gehabt. Deshalb habe ich noch mal ein bisschen gegoogelt. Es gibt auch die Möglichkeit, es wirklich so anzuwenden wie die Maske. Und dann macht ihr es wirklich nur in der T-Zone. Ja? Also nicht unter den Augen, nicht da, wo ihr sowieso zu Trockenheit neigt oder vielleicht keine habt, aber die das hervorrufen würden. Wenn ihr das 1 bis 3 Mal die Woche benutzt in den Problemzonen, könntet ihr vielleicht ganz tolle Ergebnisse damit erzielen. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich eben keine Unreinheiten in der Form habe. Also kann ich diesem Produkt vielleicht tue ich ihm Unrecht, ja. Aber probiert es vielleicht mal aus oder sagt mir, wenn ihr Erfahrung mit dem Cleanser habt, obwohl das ist einer derjenigen, die neu sind. Aber wenn ihr mit dem Toner Erfahrung habt, gebt mir dazu mal eine Rückmeldung. Es würde mich wirklich sehr interessieren. So, ihr Lieben, das war bestimmt wieder ein Video von, weiß nicht, 45 Minuten. Und ich habe wieder vergessen zu sagen, dass ihr mich abonnieren sollt. Verdammte Axt, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Obwohl ich immer glaube, ganz ehrlich,
bringt das wirklich was? Ist es, also es würde mich mal wirklich interessieren, rein statistisch, wie viele Leute nach einer Aufforderung, bitte abonniert mich und drückt die Glocke, wie viele Leute das tatsächlich danach machen. Ich denke mal, entweder habt ihr das schon oder wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann werdet ihr es auch sicherlich nach meiner Aufforderung tun. Egal. Danke, dass ihr wieder dabei wart und mit mir meine Begeisterung geteilt habt für die asiatischen Produkte. Wie gesagt, alles zu bekommen bei YesStyle. Ich habe auch noch einen Code, den ihr, ich glaube, es sind 12%, ich bin mir nicht ganz sicher, es steht hier wahrscheinlich, wie viel Prozent ihr bekommt auf die Produkte, die ich euch vorgestellt habe. Ne? Ausschließlich auf diese Produkte bekommt ihr die 12% und bitte, 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 auch das hatte ich letztes Mal vergessen zu erwähnen, YesStyle, es dauert ein bisschen. Ja? Also 4 bis 5 Wochen sind durchaus üblich. Das ist auch ein bisschen blöd, aber ihr bekommt es trotz alledem ohne Importkosten und so weiter, weil sie es eben zwischenlagern. Alles sehr kompliziert, aber es dauert, aber es kommt und danach werdet ihr total begeistert sein. Bin ich 100%ig davon überzeugt. Also, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Passt schön auf euch auf, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.